sehr gutes Essen, sehr viel Auswahl, sehr vitaminreiches, reichhaltiges, gutes Essen. Und ja, es ist für jeden von unseren Spielern gut. Wir können hier unterschiedliche Sachen essen, Tag für Tag was anderes essen. Wir können hier in der Lounge gemütlich sitzen, untereinander sich austauschen, unterhalten. Und ja, es ist eine sehr gute Sache hier. Ich denke, dass wir hier eine tolle Möglichkeit haben, mittags zu essen. Und wir haben auch eine riesen Auswahl hier und das finde ich richtig gut. Ja klar, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass man zu Hause auch mal nicht kochen muss. Und nach dem Training, wenn man vielleicht ein bisschen kaputter ist, dann hierher geht und gemütlich was isst noch nach dem Training. Das ist eine gute Sache. Ja, ich bin froh, wie gesagt, dass sie die Möglichkeit hier haben, sich ausgewogen zu ernähren und nicht in irgendeine Fastfood-Kette rennen. Das ist, glaube ich, für einen Fußballer sehr wichtig und nicht nur für einen Fußballer. Und dass die Möglichkeit besteht hier und da freue ich mich natürlich sehr darüber, dass wir die Möglichkeit haben, das hier zu machen. Man kann sich zwar gesund ernähren, aber irgendwo braucht man doch, dann muss man das auch verstehen, die gesunde Ernährung, was jetzt wirklich entscheidend ist, was wichtig ist. Und da werden die Spieler informiert durch einen Ernährungsberater, weil auch viele Dinge, die da miteinander gekoppelt sind, in der Ernährungskette auch man als normaler Bürger gar nicht weiß. Und die Spieler müssen das wissen, dann können sie sich noch besser auf die Ernährung einstellen. Ja, ich denke nicht nur an Leistungsfähigkeit, sondern auch an Konzentrationsfähigkeit, dass man diese Dinge miteinander auch entsprechend koppelt, dass man eben die in Maßen isst. Viele Dinge, da gilt es ja in Maßen zu essen und auch nicht zu viel zu essen. Und ich glaube, dass irgendwo die Prozentzahl da auch irgendwo zwischen 0 und 5% zu suchen ist, dass man da schon auch einen persönlichen Eindruck von dem Esserlebnis haben muss. Ich habe gesund gegessen, ja, und fahre dann zum Training. Das, also wenn ich zum Training fahre, habe eben eine Bratwurst mit Pommes frites gegessen, dann habe ich schon einen anderen Eindruck, weil ich genau weiß, dass es falsch ist. Sondern da, glaube ich, schon spielt die psychologische Komponente auch eine sehr wichtige Rolle, dass ich einen guten Ernährungseindruck von mir habe und dann auch entsprechend zum